So, traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zur vielleicht, naja, letzten Folge XCOM 2 würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir bewegen uns doch auf dem Ende zu. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, vielleicht irre ich mich auch komplett, aber ich spiele ja dieses Game blind, das heißt, ich habe das ja vorher noch nie gezockt, außer in diesem Let's Play. Soweit war ich noch nie. Und ich habe keine Ahnung, was passiert. Ihr vielleicht schon, weil ihr es schon gespielt habt. Ich glaube, wir machen das jetzt. So. Schwere Mech, Elite-Lanzenträger, Elite-Phantom, Archon... Oh Gott. Verfügbare Informationen. 520. Informationskosten. Die kann ich jetzt hier ausgeben, die Informationen. Ah, okay. Ich kann meine Informationen hier ausgeben, um Vorteile zu bekommen. Ich verstehe. Ausgegebene Informationen 0. Der Ausweichwert des Trupps ist um 33% erhöht. Okay, also wir kriegen hier wirklich Vorteile. Truppenweite, individuelle Verborgenheit. Kostet uns 32. Nehme ich mit, wir haben genügend. Trupp Blitz. Trupp kann die Fähigkeit Sturm und Schuss einmal kostenlos einsetzen. Machen wir. Integrierter Trupp. Trupp erhält Truppensicht. Machen wir auch. Wir nehmen alles mit. Der Ausweichwert des Trupps ist 33% erhöht. Machen wir. Commander, sobald wir den Advent-Netzwerkturm angreifen, heißt es alles oder nichts. Uns bleibt dann keine Zeit mehr für die Forschung oder die Versorgung unserer Verwundeten. Wir sollten erst ausrücken, wenn wir richtig vorbereitet sind. Ich glaube, wir sind richtig vorbereitet. Ich glaube, wir sind da. Ich guck nochmal nach. Ich habe Angst. Ich guck nochmal nach. Unsere Soldaten müssten eigentlich alle fit sein, hoffe ich zumindest. Ja, die sind alle fit. Jetzt kommt es natürlich, ist natürlich jetzt dann die Sache. Ich muss jetzt dann natürlich Soldaten auswählen. Ich muss jetzt dann natürlich entscheiden, wer mit in die letzte Schlacht zieht. Ich hoffe, da ist mir niemand böse von euch, wenn ich euch dann nicht mitnehme. Ich werde auf jeden Fall in dem oberen Gebiet hier mir Leute raussuchen. Also alle, die wo Colonel sind. Firefly bin ich auch schon überlegen, weil es sind halt mächtige Angriffe, die sie hat. Scharmützler und Jeff Cole und so, die nehme ich nicht mit. Im Laufe des Let's Plays habe ich irgendwann nicht mehr wirklich die ausgebaut. Deswegen, ja, ich denke, ich werde... Ich glaube, ich nehme Firefly mit. Sie ist immerhin auch komplett ausgebildet. Nein, sie ist noch in der Ausbildung. Haha. Sie ist noch in der Ausbildung. Das heißt, wir könnten... Okay, wir könnten jetzt dann doch nochmal... Wir könnten jetzt dann doch nochmal was anderes machen. Einfach um die Zeit rumgehen zu lassen. Holen wir uns noch den Turm hier. Machen wir noch. Ich will die Ausbildung noch fertig machen. Alien-Einrichtung eingegeben, Commander. Avatar-Projekt eingeleitet. Ah, okay. Okay, wir haben nochmal eine. Egal. Mit genügend Inspiration ist unser Team überaus effizient. Neues Forschungsprojekt. Ich erwarte Ihre Befehle, Commander. Neue Forschung. Wir werden sofort halt mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie will die Ausbildung, mir, ich will die Ausbildung fertig bekommen. Dann bin ich zufrieden. So. Ausbildung fortsetzen. Stasis kann auf Verbündete angewendet werden und macht sie eine Runde lang immun gegen jegliche Angriffe. Sie sind während dieser Zeit jedoch auch betäubt. Wahnsinn verursacht. Ich lasse das jetzt. Ich mache da jetzt nicht weiter. Ich glaube, wir machen das jetzt in dieser Folge. Wir ziehen das jetzt durch. Ich hoffe, wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir nehmen jeden Vorteil mit. Und wir starten den Einsatz. Ich bin so ein bisschen nervös. Ich meine, über 100 Folgen.
Commander, wir kommen so langsam zum Ende. Aufgrund widriger Einsatzbedingungen können wir nur begrenztes Personal zu diesem Einsatz schicken. Wenn wir den Advent-Netzwerkturm infiltrieren wollen, müssen wir ein kleineres Team einsetzen, um noch weniger Aufmerksamkeit zu erregen als sonst. Ich kann nur 3 Leute mitnehmen. Ist das dein Ernst? Spark einsatzbereit. Commander, unsere neue Spark-Einheit können jederzeit in den Einsatz geschickt werden, selbst wenn sie beschädigt sind oder gerade repariert werden. Sparks können jedoch keine anderen Einheiten aufnehmen oder tragen. Ich kann nur 3 Leute für diese Mission mitnehmen. Ist das euer Ernst? Echt jetzt? Das finde ich jetzt... Nee, das finde ich jetzt nicht lustig. Das wäre der Spark. Tut mir leid, Großer, aber... Ich kann nur 3 Leute mit... Das ist so traurig, warum? Oh, das wird die schwerste Entscheidung, die ich je auf diesem Kanal treffen musste. Och, komm schon. Wir haben so viele gute Soldaten. Ich hab die vor allem auch alle so gern. Ich will eigentlich jeden von euch mitnehmen. Okay, ich hoffe, mir ist wirklich keiner von euch böse. Es wird vielleicht auch irgendwann wieder ein XCOM-Projekt geben. Aber ich muss ja weitermachen. Ich werde auf jeden Fall im oberen Bereich die Leute mitnehmen. Und ich würde fast sagen, Flecken 66... Du musst auf jeden Fall mit. Moment, ich mache mal kurz hier alles nochmal entfernen und rausnehmen. Also Flecken 66 muss auf jeden Fall mit. Ach Gott, ist das fies. Ist das gemein. Also wenigstens 6 Leute wär echt nett gewesen, ne? Ich würde halt auch gern Firefly mitnehmen, allein durch ihre ganzen Fähigkeiten, die sie hat. Ich hoffe jetzt echt, dass das kein Fehler ist, wenn ich sie nicht mitnehme. Ich entscheide mich für Tia Vaik und ich entscheide mich für Tess. Ich hoffe, es ist niemand böse auf mich. Aber ich hätte einfach gern... Aua, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich hätte einfach gern einen von diesen Klassen dabei. Ich hätte gern einen Scharfschützen dabei, ich hätte gern einen Healer dabei und ich hätte auch gern einen Ranger dabei. Ich hoffe, niemand ist mir böse. Oh, das ist gemein. Warum kann ich nur 3 Leute mitnehmen? Das ärgert mich jetzt. Okay. Ausrüstung. Boah, schwierig. Naja, gut. Liebe Tia Vaik. Ich würde sagen, den Spinnenanzug bei Tia. Dann natürlich die Knifte, das Ding hier. Und das Ding hier. Flecken 66. Wir nehmen bei dir... Ich nehme nicht den Bohranzug. Ich nehme den Geistanzug bei dir. Aber der Geistanzug hat weniger... bietet weniger Schutz, ne? Gesundheit 6. Bei dir wirklich den Geistanzug. Ja.
hat dann halt auch einen Kletterhaken. Der ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, wir nehmen den Geistanzug. Du bekommst das Gewehr hier. Du kannst halt auch nur eine Sache mitnehmen, ne? Das muss natürlich das Ding hier sein. Ich mach nochmal ganz kurz Körper. Was? Ach, das ist Tätowierung. Nein, ich wollte keine Tätowierung. Ich wollte Arme. Machen wir so. Gefällt mir besser. Okay. Boah, das schränkt einen extrem ein. Nein, nicht individualisieren. Ausrüstung. Icarus-Rüstung. Das hier, das hier. Ich würde gerne einen davon mitnehmen. Die Frostgranate. Ich weiß es nicht, ob die Frostgranate hier wirklich jetzt dann so viel bringt. Nehme das Ding noch. Ich nehme davon zwei mit. Okay, Freunde. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nichts mehr ändern. Wir haben die besten Waffen mitgenommen. Die besten Soldaten. Wobei wir viel mehr gute Soldaten haben. Warum schicken wir nur drei? Das ist... Oh Gott. Angst? Commander, es ist an der Zeit, Advent den Rest zu geben. Das wird ein zweistufiger Angriff. Zuerst hacken wir das Herz des Advent-Turms und legen ihr Netzwerk lahm, bevor der Redner seine jüngste Rede beendet. Shane bereitet eine Überraschung für sie vor, um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Während Advent beschäftigt ist, nutzen wir das Portal und tragen den Kampf vor ihre Haustür. Wenn es gut läuft, sehen sie uns nicht mal kommen. Es ist riskant, aber unsere beste Chance. Wenn wir einmal anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Manus 1-5, infiltrieren Sie den Netzwerkturm. Finden Sie den Eintrittspunkt und hacken Sie sich ein, um an das Übertragungssignal zu kommen. Okay, wir sind tierisch verborgen, würde ich sagen. Alter, hier unten, Alter. Truppreflexe. Okay, muss ich das auswählen? Nee, muss ich nicht. Oh je, ich hoffe, wir kriegen das hin. Okay, wir müssen hier rüber. Alter, ist das ein Weg. Und zu diesem Terminal und da hacken. Ich tue mein Bestes, Freunde. Ich tue mein Bestes, versprochen. So. Ich kann hier nicht in Volldeckung gehen, deswegen gehe ich hier mal in Halbdeckung. Bin dabei. Feuerschutz. Tess. Wir haben zum Glück keine Zeitbegrenzung. Bestätigt. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Und Flecken haben wir natürlich auch noch. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bleibe hier. Verstanden. Eine feindliche Patrouille. Halte die Augen offen. Sollte ich mich da jetzt reinschleichen oder sollte ich
die auslöschen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich versuche mich jetzt mal reinzuschleichen, aber wenn ich hier durch... Ich kann mich gar nicht reinschleichen. Geht gar nicht. Da oben stehen sie, die würden mich sofort sehen. Ich kann jetzt mal eine Runde... Verstanden! Halte Position! Feuerschutz! Ich kann jetzt mal eine Runde überspringen. Ja, die bewegen sich nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Also kann ich mich nicht reinschleichen. Wenn ich hier reinspringe, löse ich sofort Alarm aus. Ich könnte höchstens versuchen, über die andere Seite mich reinzuschleichen. Ich probiere es mal. Hallo? Warum bewegst du dich nicht? Bestätigt. Ich weiß halt nicht, ob die von mir jetzt wirklich erwarten, dass ich mich da reinschleiche. Oder ob die wollen, dass ich hier einen riesen Krieg anfange. Ich habe nur 3 Leute. Das ist ein Problem. Das ist problematisch. Flecken? Bewegst du dich, bitte? Schon unterwegs. Hä? Warum hat er sich gerade nicht bewegt? Komisch. Halte Position! Okay. Augen auf! Zum Glück habe ich keine Zeitbegrenzung bei dieser Mission. So, Tierweik. Bestätigt. Rücke aus. Hier auf jeden Fall mal absichern. Mir entgeht nichts. Die gute Tess mal dann nach vorne. Mal los. Ich glaube halt, bei dieser Mission wird jeder Fehler, den man macht, sofort bestraft. Wird erledigt. Halte Stellung. Überwachung läuft. Okay, der bewegt sich weg. Okay. Haken raus. Verstanden. Rücke ab. Augen auf. Erstmal wieder absichern. Tess soll dann auf keinen Fall durch die Scheibe springen. Das darf jetzt nicht passieren. Ich komme hier aber auch nicht weiter. Ich muss dann hier rüber und hier rein. Ach, da habe ich halt echt Angst, dass die mich sehen, ne? Ich kann hier nirgendwo... Nee, ich kann da nicht rein. Das ist alles zu. Hier gibt es nicht mal eine Tür. Wie kommen die denn da rein? Ich riskiere es. Verstanden. Wenn dieser blöde Bot jetzt zurückläuft, dann sieht er mich. Mit Sicherheit. Alter, Alter. Das ist so riskant hier. Hallo, lauf doch. Er läuft nicht. Position bestätigt. Flecken hat's nicht so mit Befehlen heute. Bin dabei. Okay, die rücken wieder ab. Ich versuche mich da jetzt wirklich mal reinzuschleichen. Ich könnte jetzt natürlich hier oben erstmal absichern, aber ob das dann so viel bringt, ist halt die nächste Frage. Rücke zur Zielposition vor. Okay, hier ist schon mal keiner. Und ab geht's! Nein! Wurde gesehen. Echt jetzt? Der hat mich jetzt gesehen? Warum? Wie hat der mich gesehen? Wie soll der mich gesehen haben? So ein Bullshit. Verdammt. Wie sollte der mich denn gesehen haben? Das ist doch vollkommen unmöglich. Aber sie ist noch verborgen. Oh Gott. Ich habe etwas gefunden. Okay, der ist schon mal weg. Sie sehen mich. Ah, der ist schon mal weg.
auch nicht, dass das Springen jetzt was hilft. Wo ist denn das Zimmer eigentlich, wo ich hin muss? Hilfe? Ganz da hinten. Och, Menno. Boah, Gott. Da drüben steht der andere Kandidat. Ach so, hat er mich gesehen. Ah, ich verstehe. So hat er mich gesehen. Alles klar. Ich habe auch nur noch Tess. Grabe mich ein! Mir entgeht nichts! Das wird schwer, Freunde. Das wird richtig schwer. Aber er ist zum Glück weg. Wie viele waren das jetzt? Einer. Okay, die Sachen, die da liegen, die ignoriere ich natürlich. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Risiko gehe ich jetzt nicht mehr ein. Ich dachte schon, es hängt. Gott sei Dank. Flecken. Gott sei Dank. Nichts passiert. So, wir hätten da hinten 69. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss jetzt erstmal kurz was trinken. Ich bin am Schwitzen, am Dehydrieren. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Pupillary response normal. Vital stabilizing. Procedure complete. Told them it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander.